Tobis Städtetrip ist ein beliebtes und bekanntes Format im HR-Fernsehen. Nun gibt es etwas Neues, nämlich Tobis Urlaubstrip. Mit Tobi Kämmerer, dem beliebten Moderator von HR3, waren wir bereits in Willingen. Nun ist Tobi am Edersee und zeigt den Zuschauern schöne, beliebte Plätze, wo es sich lohnt, auch Urlaub zu machen. Die Nachfrage war halt da, dass auch Hunde mitgebracht werden dürfen, aber das geht nur im Hundefass und nicht in den Schlafwäldern, wo die Menschen liegen. Ne? Ich glaube, meine sind auch wieder da. Hallo Tobi, schön, Hallo. Dass du hier bei uns in der Gegend bist. Wir haben uns letztes Jahr in Willingen zu Tobis Städtetrip gesehen. Genau. In den Highlands, heute bist du in den Lowlands. In den Low- und Lakelands, genau. Vom schönen Kreis Waldeck-Frankenberg. Ja. Ist das Format Tobis Urlaubstrip nun Corona-bedingt? Nee, überhaupt nicht. Das haben wir sowieso vorgehabt. Wir hätten es eigentlich früher gedreht. Das ist der Unterschied. Und dann mussten wir auch pausieren. Wir haben aber überlegt letztes Jahr schon, dass es so tolle Regionen gibt, wie die Wasserkuppe zum Beispiel oder alles rund um den Edersee, wo du aber jetzt nicht eine Stadt hast, die so heraussticht, sondern das ist ja die ganze Region. Und dann haben wir gedacht, wie machen wir das denn? Und dann haben wir gedacht, wir machen aus dem Städtetrip einfach für die Ferien Tobis Urlaubstrip. Und so sind wir hier gelandet und sehr froh, dass es endlich wieder losgeht. Schöne Idee. Ja. Heute Morgen war schon Frühstück auf dem Floß. Wie genau. War's? Ja, das war toll. Das war wirklich super. Das macht der Ronny und der René, zwei Brüder, haben die Idee gehabt und das ist wirklich toll. Ich bin sehr gerne auf dem Wasser und es ist schon ein Unterschied zum Bootfahren. Also mit Boot bist du halt schnell von A nach B und das hat aber den Vorteil, du hast unglaublich viel Platz und Ruhe, kannst da essen, wahrscheinlich auch ein 2-3 Prosecco trinken, wenn du willst. Wenn du Kinder hast, können die sich den ganzen Tag da austoben und baden gehen. Das ist super, das war sehr schön. Heute steht dann noch der Wildtierpark auf dem Programm. Da gibt es auch Wolfsnachwuchs. Sechs Welpen habe ich gehört. Ich hoffe, genau. Dass wir sie zu sehen kriegen, weil wir ja eher scheu sind. Aber ich drücke uns mal die Daumen, dass wir Glück haben. Ist das was für dich, so Wildtierpark? Total. Ja, ich liebe das. Und jetzt sind wir hier im Fastmotel am Edersee. Genau. Schöne kleine Fässer. Ja. Bietet sich doch auch mal als Studio mit Tanja an. Jeder getrennt in einem Fass für die Morningshow. Wir haben beide einen großen Hang zum Wein. Von daher kommt uns das schon geruchsmäßig sehr entgegen. Wir gucken jetzt gleich mal rein und testen mal die Akustik. Aber es wäre eine Idee, genau. Was steht sonst noch auf dem Programm? Ich weiß es ja vorher nicht. Also vielen Dank für den Tipp mit dem Wildtierpark schon mal. Die Kollegen stellen mich ja immer irgendwo hin und sagen, los geht's. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass ich auch noch Wasserkontakt kriegen werde. In welcher Form auch immer, bin ich bestimmt auch noch mal im Edersee. Also Tobi, ja, dann schön, dass du bei uns in der Gegend bist. Ja. Und schön, dass der HR wieder an Ederdampfradio gedacht hat. Na klar. Und wir freuen uns auf die Sendung, die am 14. Juli, 20:15 Uhr im HR-Fernsehen. Genau. Im HR-Fernsehen. Genau. Ja. Dankeschön. Ja, dank euch.